Oh Mann. June, willst du jetzt echt spannern? Die Musik passt irgendwie, oder? Ich werd jetzt spannern. Ich nehme mir das Fernglas in die Hand. Geh zum Fenster und guck hinaus. Okay, gut. Wir machen's, oder? Sicherlich. Könnte ich einfach so lange warten, bis sie fertig eingezogen sind und ihnen dann einen Besuch abstatten, aber ja, wer weiß, was sich hinter der Fassade verbirgt. Professionelle Erpresser wissen wahrscheinlich, wie man sich als guter Nachbar ausgibt und so an seine Opfer rankommt und an ihre Unterhose. Und dann verwandeln sich die eigenen Nacktbilder in Sammelsticker. Sticker. Ihr haut mir nichts übers Ohr. Kapiert? Die Leute zeigen nur ihr wahres Gesicht, wenn sie denken, dass sie niemand beobachtet. Tu es, komm, tu es. Bedeutet das, dass mein wahres Gesicht eine paranoide Stalkerin mit Sprung in der Schüssel ist? Ja. Vielleicht, June, ich weiß es nicht. Es wird sich rausstellen. Nein! Ich sollte vielleicht leiser herumschreien, sonst bemerken sie mich auf jeden Fall. Okay, vergessen wir das. Komm schon, June. Konzentrier dich. Wer A sagt, muss auch B sagen, stimmt's? Ich mach das nicht aus einem hedonistischen Anflug von Willkür. Ich mach das, weil ich meine körperliche Unversehrtheit in Gefahr ist. Ich griff das Fernglas noch fester und lehnte mich gegen das Fenster. Oh, was haben wir denn da? Während ich so meine Moralvorstellungen hinterfragte und lebenswichtige Entscheidungen traf, war der LKW bereits verschwunden. Die Nacht war immer noch jung, aber sie war da. Die Zeit verging wie im Flug, wenn man gerade unter einem Nervenzusammenbruch litt. Das Licht nebenan war eingeschaltet und das spielte mir in die Karten. Vielleicht können wir da was sehen. Was noch viel besser war, meine neuen Nachbarn hatten es gar nicht eilig damit, die Vorhänge zuzuziehen. Mittlerweile war mir ihre Kooperation sehr angenehm. Alles lief großartig, bis auf die Tatsache, dass die Nachbarn irgendwo in Sicht waren. Nirgendwo in Sicht waren. Verdammt! Ich wollte das doch nur hinter mich bringen. Ich wollte nur sicherstellen, dass meine Nachbarn Normies waren, die nichts Verwerfliches vorhatten. Das konnte man mir doch nicht verübeln, oder? Ich warf einen Blick auf die leuchtenden Rechtecke, die Fenster, bis ich endlich im Licht einer Silhouette erkennen konnte. Du? Du bist das? Jupp, sie war es. Es bestand kein Zweifel, es war Rin Fukuyama höchstpersönlich. Ja, genau das Bild haben wir auch als allererstes gesehen, daher können wir das gut vergleichen. Die Erbin einer alten Sippschaft, die für ihr Leben gern in die Fenster fremder Leute starrte. Und die erste bestätigte Perverse von nebenan meines Lebens. Ich klebte wie, nun ja, festgeklebt am Fensterglas. Wie hat sie es nur geschafft? Ach, stimmt ja. Ihre Familie muss im Vergleich zu den anderen Bewohnern hier stinkreich sein. Natürlich hat sie kein Problem damit, sich eine Bruchbude wie diese hier zu mieten oder einfach zu kaufen. Sie heckt doch bestimmt was aus, um mir das Leben schwer zu machen. In der Zwischenzeit wühlte Fukuyama in ihrem Schrank herum. Ihr verdammter Schrank! Ich konnte nicht glauben, dass es ihrem Zeug und ihr selbst nicht per Gesetz verboten war, mir so auf die Pelle zu recken. Die werde ich jetzt nicht mehr los, oder? Sie kann mich jetzt täglich aus ihrem Fenster raus anstarren. Ich bin ihre persönliche Reality-Show, oder so? Was mache ich jetzt? Ah, ich weiß es.
Ich halte einfach meine Vorhänge geschlossen, jawohl. Aber wenn ich das mache, dann wird's im Haus dunkel und gruselig. Ohne Sonnenlicht werde ich hier verschrumpeln. Verdammte Stalker! Was soll ich jetzt machen? Fukuyama verschwand von der Bildfläche. Und egal welchen Winkel ich versuchte, ich konnte sie nicht mehr ins Blickfeld bekommen. Lauern wir etwa? Sie ist ganz sicher weg und macht gruselige Perversachen. Perversachen? Okay. Bestimmt pflastert sie gerade eines ihrer Zimmer mit meinen Bildern zu. Oder installiert Kameras, die mich Tag und Nacht ausspionieren. Aber ich werde ihren Plan durchschauen. Du willst Krieg, Fukuyama? Den kannst du haben. Sie glaubt vielleicht, dass sie die Oberhand gewonnen hat. Aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ich kenne ihre Schwachpunkte. Und ihren Schwachpunkt. Bekanntheit ist ein zweischneidiges Schwert. Ich werde so lange Ausschau halten, wie es nur dauert. Ich weiß ganz sicher, dass sie irgendwann einen Fehler machen wird. Sobald sie es tut, bin ich da und... Scheiße, Bilder! Schieße, Bilder. Sorry. Und Videos mache ich auch, jawohl. Ja, sag mal, June. Du entwickelst dich aber langsam selbst zu einem Oberstalker hier, oder? Ich meine, ich kann es nachvollziehen mit dieser Angst irgendwo, aber... Nun ja, wir schauen mal. Du willst mich? Dann komm und hol mich. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Ich bereite meine Handykamera vor und wartete. Die Zeit verging, aber Fukuyama tauchte immer noch nicht auf. Mich würde nicht wundern, während wir versuchen, sie zu stalken, wenn sie gerade uns stalkt in dem Moment von ganz woanders. Mein Rücken war bereits ganz steif und wund, aber ich blieb auf der Lauer liegen wie ein echter Jäger. Und sobald ich darüber nachdachte, ob sie sich nicht vielleicht einen Fluchttunnel gegraben hatte, tauchte Fukuyama endlich wieder auf. Und sie war nackt? Trostpreisrauungschaft. Spielt sie da an ihre Nippel? Sie hat doch da... Ah, natürlich, die zwirbelte an ihre Nippel rum. Okay, es war noch ein Handtuch dazwischen. Aber die zeigte mir dennoch viel mehr, als ich eigentlich sehen wollte. Ach so, jetzt können wir nochmal... Natürlich. Sie zwirbelt da ihre Nippel. Natürlich zwirbelt sie. So, erkennen wir noch irgendwas hier? Oha, guck mal da. Man sieht doch ein Panty, ein Stück vom Panty. Moment mal. Wieso fühle ich mich gerade wie ein Spanner? Huch, was ist das? Chronik. Okay. Sie wusste doch nicht etwa, dass ich sie beobachte, oder? Vielleicht versuchte sie, mich verlegen zu machen, um meine Moral zu untergraben. Wenn das ihr Plan war, dann musste ich zugeben, dass er seine Früchte trug. Oder vielleicht... War sie einer meiner Fans und wollte so mein Herz erobern? Oh nein, 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 nein. So eine bin ich nicht. Mit ihren Kurven in meine Richtung zu wackeln, bringt ihr gar nichts. Nichts. So einfach bin ich nicht rumzukriegen. Erwarte jetzt ja nicht, dass ich zu dir nach Hause komme und mich in einem Anfall wilder, hirnrissiger Leidenschaft auf dich stürze oder so. Ich hätte nichts dagegen. Wenn jemand sich sowas ausdenkt, dann hat diese Person viel zu viele Mangas gelesen. Und nicht die von der harmlosen Sorte. Vielleicht ist Fukuyama ja ein perverser Otaku. Vielleicht steht sie sogar auf Hentai.
und so Zeug. Jetzt ergibt langsam alles einen Sinn. Aber vielleicht hatte sie nicht das Ziel, die Moral von irgendjemandem zu untergraben oder irgendwelche Herzen zu erobern. Ich meine, es bestand immer noch die Möglichkeit, dass sie einfach nur ein Bad nahm und vergessen hatte, die Vorhänge zuzuziehen. Genau, wie es mir in der ersten Nacht hier passiert war. Ich saß auf dem Boden, mein Gesicht brannte vor Scham und ich konnte nicht begreifen, worauf ich mich da eingelassen hatte. Also jetzt mal ganz ehrlich, geht es eventuell jedem so? Weil wir haben ja hier eine gewisse Gleichstellung. Also bei June war es ja irgendwie auch so. Bevor ich mich überzeugen konnte, noch einmal das Fernglas anzusetzen, war es bereits schwarz wie die Nacht geworden. Ich fühlte mich schrecklich, aber auf zu viele verschiedene Weisen. Und ich konnte sowieso nicht ungeschehen machen, was ich gesehen hatte. Ich weiß nicht, ich muss gerade lachen, weil wir haben ja irgendwie das Gefühl, wir werden bespannert und sind letztendlich demselben ausgeliefert und fangen an rumzuspannern. Ich musste herausfinden, was los war. Sollte ich feststellen, dass Fukuyama wirklich ein unschuldiges Lämpchen sein sollte? Was ich doch stark bezweifle, erst dann fühle ich mich schuldig. Vielleicht gebe ich sogar zu, was ich getan habe und entschuldige mich dafür. Aber bisher ist das reine Selbstverteidigung. Ich setze meine Augen wieder näher an das Fernglas. Aus dem Fenster meiner Nachbarin starrten mir plötzlich auch zwei Linsen entgegen. Natürlich schwebten sie nicht frei in der Luft, sondern waren an ihrem eigenen Fernglas angebracht. Und diejenige, die es hielt, war Fukuyama! Ich sehe was, was du nicht siehst. Augenschatten. Oh, mein Atem blieb mir im Hals stecken. War das aus Scham oder doch aus Wut? Das wusste ich nicht, aber ich war eh kurz davor, vor beiden zu explodieren. Ich rutschte zum Boden unter dem Fenster wie geschmolzenes Eis an einem heißen Sommertag. Wieso machst du das? Wieso mach ich das? Soll ich jemals wieder irgendwem ins Gesicht blicken? Sie wird wahrscheinlich allen davon erzählen. Und morgen früh stehe ich in der Zeitung. Ich verlor mich einen Moment lang in Gedanken. Hatte ein kleiner Ort wie dieser hier überhaupt ein Online-Magazin? Oder ein lokales Forum? Vielleicht lasen die Leute hier mehr traditionelle Zeitungen. Ich meinte, die aus Papier, ne? Ich fasse mir an den Kopf. Was denke ich da überhaupt? Okay, vergessen wir es. Diese Göre will mich nur aus der Fassung bringen. Sie hat mir also doch nachspioniert. Von Anfang an. Ich hab mir vor nichts zu schämen. Aber irgendwie schäme ich mich doch. Egal, genug davon. Wir haben ein ernstes Hühnchen zu rupfen. Und ich muss endlich herausfinden, was sie von mir will. Außerdem muss ich ihr verklickern, dass sie besser vorm Baden die Vorhänge zuzieht. Richtig,